So, wir haben dieses Video hier zur Verfügung. Ein bisschen überfordert auf der Globe. Hä, da war ein Schatten. Wollt ihr mich jetzt gerade verarschen, Leute? Wieso habe ich gerade so Angst, Alter? Ihr nehmt mich gerade alle hops, ne? Ihr nehmt mich gerade alle hops. So Schiss, Alter. Das ist, glaube ich, nur, wenn ein Auto vorbeifährt, Leute. Das, was ihr seht. Da war halt echt ein Schatten. Ja, aber das nur, wenn ein Auto vorbeifährt, glaube ich. Oh, bitte nimm mich nicht hops. Ich habe übel Schiss gerade, Alter. Boah. Okay. Let's go. Guten Morgen. Hi. Oh, gerade aufgestanden, liebe Freunde. Ich muss mir mal mein Gesicht waschen. Wir gehen erstmal kurz runter, was frühstücken. Und dann. Ja. Eine Frage. Warum filme ich mich morgens? Ich sehe morgens aus wie ein Fußball. Warum filme ich mich morgens? Die haben nicht alle hops genommen. Leute, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Ihr nehmt mich ja komplett hops gerade. Aber freut mich, dass gerade alle sagen, ihr habt mich hops genommen, dann habe ich jetzt keinen Schiss mehr. Okay, weiter geht's. Wir gehen ins Essen. Okay. Was war das? Backflip. Das passt überhaupt nicht zusammen. Salzig und süß. Leute, Hotelessen, beste Leben. So, Leute, ich bin jetzt schon wieder im Zimmer. Das Hallo ist noch unten am Frühstück. Und ich sehe aus wie ein Stück. Und das werden wir jetzt beseitigen. Heißt, ich werde mich jetzt schminken. So Leute, ich bin jetzt im Hotel. Tina macht sich gerade fertig. Die braucht etwas länger als ich. Und ich lade noch kurz Hallöle, ihren Lea! Hauptkanal hoch. Die Links zu unseren Hauptkanälen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Da ist auch Instagram verlinkt. Glow war aber cool, habe ich gefühlt. War nice. Leute, wir sind jetzt hier in der Egal, lass uns den Tisch Business Area. Nein, wie nennt man das? Artist Lounge. Artist Lounge. Schaut mal, das sieht hier so aus. Richtig sexy, da gibt's Essen. Nimm mein IGTV. Und es gibt. Nein, lass es stehen, ich hab drauf gezoomt. Entschuldigung. Perfekt. Ja, lass genau so. Ja, Kokoswasser, Leute. Kokoswasser. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin so ein Opfer, Alter. Was war das denn gerade? So, so, so. Ich kotze im Kreis, ey. Ohne Witz. Von vorne bis hinten, von Mitternacht bis. Ey, ich bin wieder. Wir haben es wieder geschafft. So. Jetzt weiß ich, jetzt muss ich mal gucken, wo wir waren, weil ich wollte über Kokoswasser lästern. Hier. So, liebe Freunde. Kokoswasser. Das klingt doch schon super, super widerlich einfach. Habt ihr das schon mal probiert? Weil ich, also, weiß nicht. Ist das überhaupt gesund? Bringt das was, wenn man Kokoswasser trinkt? Kann man nicht einfach auch normales Wasser trinken, oder? Ach komm, ich mache mir wieder unnötig Gedanken, oder? Weiter geht's, komm. Aber ich mache meine Haare. Hallo Leute! Ich bin gerade mit der Dahlia. Ich habe gerade Die meine Haare Dahlia? neu gemacht. Ja, nice, gell? Ja. Oh, die Kleine kenne ich noch. Ein Moment. Hier. Die war so süß. Die war so süß. Die war so nett. Ich weiß gar nicht, ob die. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die will gar nicht, dass man sie zeigt, aber egal. Und die hier auch. Super, super Liebe. Und da ist dieser Armin. Danesh. Ah, das waren so Liebe. Die ganzen Mädels. Oh, die waren so cute alle. Oh. Kokosnusswasser ist tropisch. Stimmt auch wieder. Richtig süß seid ihr. Wir sind jetzt gerade hier hinter dem Pink Carpet, weil Tina da gleich drauf muss. Pass auf. Das ist voll cool. Sowas ist immer richtig gut organisiert eigentlich. Also nicht jede Veranstaltung, aber die meisten sind sehr gut organisiert.
damals, als von Corona noch nicht die Rede war, da hat man sich noch Küsschen rechts, links gegeben, Fotos gemacht von A bis Z. Damals, früher, heidenei, holla die Waldfee, heutzutage muss man Abstand halten. So ist es, ja. Einfach ein Buch ausgedruckt, wo Bilder von den Artists drin waren. Leute. Viel Mühe, die sich teilweise gegeben haben, ey. Yeah. Oh, ganz, ganz unangenehm. Dieses andere Cringe, Alter, gerade. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Du könntest mal ein Fan-Treffen für Mitglieder machen. Das ist eine krasse Idee. Das ist eine echt krasse Idee. Nach Corona, ja, logisch. Das ist eine gute Idee. Man kann nur für Mitglieder, dass nur Mitglieder mitbekommen, wo der Standort ist. Wo das Fantreffen stattfindet. Dann dürfen nur die Mitglieder kommen. Das ist auch eine krasse Idee. Werde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, ob man das machen kann. Hast du mal vor, nach Wien zu kommen? Auf jeden Fall. Wien war super schön. Muss ich unbedingt bald mal wieder hin. Safe. Selfie! Leute, Tina muss gleich auf der Bühne was reden über Beauty und so. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob sie bei Beauty so viel sagen kann, weil sie sich tatsächlich nicht. Also weil sie nicht schön ist. Doch. Und ich sehe aus wie ein Stück. Die ist wunderschön. Jetzt meine Schnitzkills waren wieder on fire. Upsala. Du kriegst gleich eine Backpfeife. Hi, was geht? Jedenfalls ist sie gleich auf der Bühne und wir gucken mal, was sie da so sagt, Leute. Aber das kannst du halt an jeder Situation sagen. Alter. Tschüss. Ciao. Dann haben wir Live-Musik im Blau-Konzert. Was haben wir heute da? Ey, so viele süße Menschen, ohne Witz. Es war echt schön, echt cool. Ich liebe das, euch zu treffen. No joke. Ich sag das nicht so... Sie hat gerade gesagt, ich stinke, Leute. Ich sag das nicht so, weil das alle sagen, so auf... Ja, ich liebe euch, bla bla bla. Ich fühle das wirklich extrem, wenn ich euch treffe und mit euch quatsche und so. Ich fühle das einfach, weil ihr seid die Leute, die hinter dem Ganzen stecken und die das Ganze sich täglich geben und reinziehen. Und ich feiere das einfach. Es ist immer wieder cool, euch zu sehen, die Gesichter dahinter, mit euch zu quatschen. Man kann sich manchmal sogar, ist sogar so viel Zeit, dass man sich so ein bisschen austauschen kann, wie das Ganze läuft und so weiter. Also wie, woher man kommt, was man macht, Schule und so weiter und Fragen stellen und so. Und das ist echt, echt geil. Also fühle ich echt. Sie hat gerade gesagt, ich stinke, Leute. Daumen hoch! Sie sehen kein Video, du Lost Boy. Ey, die war so cute. Oh mein Gott, mein Herz schmilzt, Leute. Mein Herz schmilzt. Und wenn ihr postet, gibt es einen... Ich habe der ein Geheimnis erzählt, war in Wien. Und das Geheimnis war, dass, glaube ich, in einer Woche oder so der Bruder muss losdrop kommt. Und sie ist die Einzige, die das schon wusste. Das war unser kleines Geheimnis. Von GRXTQ. Warte, ich guck mal kurz, ob ihr Instagram-Account immer noch so heißt. GRXTQ. Nee, sie hat sich umbenannt, Leute. Sonst könnten wir sie jetzt stalken auf Ehrenbasis und alle ein Like da lassen. Dann würde sie sich übel freuen. Aber sie heißt nicht mehr so. Schade. Ich dachte, dass es kleiner wird, aber es ist genauso groß wie in Deutschland, in jeder Stadt, wo ich bis jetzt war. Also, ja. Also ich muss sagen, es ist halt schon gut, wenn das hübscheste Mädchen auf der Bühne deine Freundin ist, ne? Leute, cringe it in. Richtig süßes Ding. Cringe it in. Leute, das war jetzt gerade ordentlich. Tina war auf der Bühne und hat irgendwie gesagt, irgendjemand hat eine Frage gestellt, ist Tedo da? Und dann hat sie gesagt, ja, der ist da. Und dann war komplett totale Eskalation. Aber hier gibt's Essen und das gönne ich mir jetzt.
Das sieht ja soweit ganz schick aus, Leute. Leute, da steht Charlie. Charlie steht neben mir. Die Zwiebeln, damit ich nicht aus dem Mund stinke. Guck mal, wer mich besuchen gekommen ist. Leni, jetzt haben wir ein bisschen gequatscht. Und was hast du heute noch so vor? Ich meet and greet um 14 Uhr und dann. Ja. Stimmt, ja, dann chillen. Ja, chillen. Und dann Leute, Leni, ne? Abend wieder im Hotel oder so. Ja. Leni ist für ihr Alter so reif. Das ist so krass und sie ist so witzig. Leni ist so, die hat so einen trockenen Humor. Ich fühle das so. Wäre ich mit, ich glaube, sie ist 15 jetzt oder ist sie schon 16 geworden? Ich will nichts Falsches sagen. Wäre ich in dem Alter so witzig gewesen, ne? Ich würde mich anders feiern. Aber war ich nicht. Mit allen. Liebe Freunde, Dalia ist mir auch gegenüber. Soll ich die euch auch zeigen? Ja. Soll ich die euch zeigen? Ja. Soll ich die euch zeigen? Na klar. Leute, das ist Dalia. Kokos. Ja. Ich weiß, was hier für ein Edit reinkommt. Kokswasser, Leute. Ja, Dalia, danke, dass du dabei warst. Willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße meine Mama. Okay. Leute, Tina hat jetzt hier eine Autogrammstunde an einem Stand, am Unix-Stand. Sado cringe sich selber hart einfach. Hab gerade einen Toast gefressen. Okay, Leute, Ruhe jetzt mit Essen. Ich krieg echt Hunger. Und ja, hier ist Full House. Voll süß. Schaut mal, Leute, ich habe hier den letzten Mädels getroffen. Die sind so süß hier alle, ne? Richtig zum Knuddeln, Leute. Ich cute. Wollt ihr mal grüßen? Ja, Angelina und Laura. Ich grüße meine Mutter und ja, und ja, meine Mutter und Vicky und Vicky noch. Caro nicht vergessen und die Mütter. Also, Leute. Leute, guck mal, wie asozial ich bin. Ich hab die Jessie getroffen. Jessie. Ja, immer noch falsch. Immer noch. Und ich filme sie jetzt beim Essen. Sie ist mit Nick hier. Habe ich heute auch kennengelernt. Grüße gehen raus. Kleiner Ehrenmann, hat mir ACE geschenkt. Und Jessie macht heute auch einen Vlog, ne? Also, das heißt, in meinem Video seht ihr gleich, was er drauf bringt. Ja, also könnt ihr mal die Beschreibung abchecken und dann kommt ihr auf Jessies YouTube-Kanal. Ja, liebe Freunde, wir gucken mal, wie wir noch so alles... Kennt ihr Jessie und Nick? Kennt ihr die beiden? Von, die waren beide bei Bachelor, glaube ich. Ich glaube, die waren beide bei Bachelor. Sind super nett. Super nett, super süßes Paar auch. Die sind echt cool. Die sind cool. Die Mädels, Alter. Die haben mir einfach meine Kamera geklaut. Geil. Okay, jetzt geht's wieder weg. Tschüss. Hab euch lieb. Hi. Hi. Leute, ich muss euch was sagen. Sado stinkt. Sado stinkt. Extrem. Wenn ihr auch der Meinung seid, Daumen nach oben. Ja, genau. Schababs. Botten. Hi. Hi, das ist die Kamera von Sado und Tina. Sado, was sagst du dazu, dass wir sie geklaut haben? Warum? War? Was macht sie mit meiner Kamera? Nee, wir machen den Speicher voll. Habt ihr gesagt, dass ich stinke? Ja. Nein! Das Ding ist, die Geheimsprache für Sado stinkt ist Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren. Deshalb mach das mal ganz schnell. Was ist deine Meinung dazu, dass du auch stinkst? Ja, ich habe schon einige Dinge dagegen probiert, aber... ja, ich kann mich nicht dazu äußern, tut mir leid. Nicht ohne meinen Anwalt. Bitte, können Sie mich... Zum Glück ist das nicht so cringe, Leute. Leute, Tina hat jetzt noch ein Meet and Greet. Aber wir sind beide sehr kaputt gerade. Willst du Hallo sagen? Hallo. Hallo. Ja. Meine Füße tun weh. Ihre Füße tun weh, die vorne. Kauft die neue Schuhe. Ich hatte gerade zwei Interviews. Auf die Videos werde ich reagieren. Ich auch, ja. Kannst du sagen, ja. Ah, sowas habe ich gehofft, kommt nicht im Video, ey. Oh, Leute, kurze. Das ist aber auch unangenehm, ne? Ich glaube, niemand will sowas sehen von seinem Ex oder so. Dass man da, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Schauen wir das Video noch zu Ende, Leute. Hallo! Es hat so lange gedauert. Jetzt ist die Kapuzenpower einmal rein und dann läuft das wieder, ne? Okay. Ja. Leute, da ist Tina, die im Blauen. Wir haben 15:48, wir sind alle kaputt. That's true, Leute. Oh, wow. Danke, Kameramann. Ja, Leute, die Glow ist vorbei für heute. Wir sitzen in einem LED-Bus. Ich zeige euch das mal. Der Bus war so geil. Schön der Bus, gell? Ja. Schön der Bus. Schön der Bus.
mir sowas auch zum Geburtstag schenken? Die Frage ist, kann ich mir sowas leisten? Ja. Irgendwie ist mir aufgefallen, den Vlog habe hauptsächlich ich die ganze Zeit gemacht, gell? Ja, weil ich einfach weil du zu tun Zeit hattest. Hatte. Aber Leute, die nächsten Vlogs macht Tina auf jeden Fall auch mehr mit. Macht euch da keinen Kopf. Sollen wir den an der Stelle beenden? Ja. Okay, dann sagt tschüss. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn ihr Bock habt, Leute. Und unsere anderen Social Media Profile sind alle in der Videobeschreibung. Oh yeah. Haut rein. Ciao. Cringe it in. Oh lol, ich habe schon wieder vergessen, die Kamera zu drehen. Ich bin so eine Nuss, Alter. Aber das ist das Cringige, was wir... Oh Mann, sorry. Oh, Mist, Alter. Das ist das cringige Endbild von dem ganzen Shit. Liebe Freunde, sorry, ey. Schreiben gerade alle rein. Ist leider ein bisschen verspätet.